So, dann habe ich wenigstens was zu tun. Let's go. Sei cool, Alter. Genau, hier sind wir Ich letztes hoffe Mal nur, du stehen kennst den Weg. geblieben. Mit dem Schwarzen, und wir wollen ja jetzt nachts los. Und dem seinem Bruder. Hier lang. Okay, da müssen wir raus. Richtig, oder? Also wir sollen nicht nach oben, dann gehe ich aber mal nach oben. Okay, hier liegt nichts und es ist versperrt. Schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Okay. Ich drehe noch eine Runde. Ja, wir dürfen uns draußen nicht von den Scheinwerferlichtern treffen lassen, das ist schon mal sicher. Sonst sind wir im Arsch. Mal gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist. Hey Joe, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Hörst du? Quicker! Ja, ich hör's, aber ich sehe es. Schießen die hin? Ach, Klicker, die da hinter der Wand sind. Ja. Nicht schlecht. Da oben sind aber zwei drauf. Da läuft einer und zwei sind oben. Moment, da drüben, da! Was war denn das? Halt die Augen offen, Mann! Wir sind ja immer mit diesen Klickern abgelenkt, ne? Oh, hier hätte ich noch Scheiß vergessen. Ich kann aber nichts bauen. It's good, man. Zum Teufel. Wie kommt der Wo denn? Wo zur Hölle steckst du? Oh. Ah. Mist, ja. Durch eine Deckung. Ganz toll. Wie ist er denn jetzt hier reingekommen auf einmal? Hey, ich bin so nichts an, lauf hier rum und suche ein bisschen was. Auf einmal ist der Typ hinter mir. Na, moin.
Komm raus, du. Und da können sie nicht kommen. Das heißt, wir haben eigentlich nur den Weg hier vorne rein oder hier? Jo, überprüf die Straße. Kollege. Mal reloaden. Scheiße. Vollidiot. Er so, oh ja, ich laufe mit der Schrotflinte rum wie ein Idiot. Oh, und keiner von denen hat was dabei. Viel traurig, man. Okay. Geschafft. Ist alles fertig hier? Ja. Wenn die auch immer so rumlaufen, ist alles sicher. Liegt. Der leise, der Generator. Sehr leise. Sehr, sehr leise. Oh shit. Ich wusste, dass das keine gute Idee ist. Oh Mann, ich hab gedacht, okay, man kann das Spiel ein bisschen austricksen und irgendwo hochjumpen, aber. Okay. Geschafft. Ziegelstein ist immer gut, damit kann man den Leuten in die Fresse schmeißen. Zwei schöne 3-Sterne-Angriffe. Wer? Ich nicht. Ich habe einen 2- und einen 3-Sterne-Angriff gemacht. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Los! Los! Dieses Auto ist immer noch halt, da, halt. Ne? Hey! Sie sind hier drüben! Oh shit! Erledigt. Los, kommt schon. Ja, ist aber auch. Wird aber auch Zeit, dass er mal was macht. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Gestern und heute meine ich. Also, ich oder was? Ja, ich bin ja auch gut, ne? Okay, schau mal nach. Profis halt. Alles klar, Sam. Aber ich hab's einmal ohne E-Drachen okay, probiert und hab gemerkt, das ist mega scheiße. Komm schon. Mist. Schneller, schneller. Belly, der hat dich. Okay, hol den hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen.
Scheiße hier raus. Ah, schaffen wir schon. So meine, ja, die 12er Angriffe waren ja auch einfach. Die Leute, die ich als Gegner hatte, die waren ja, naja. Scheiße! Ich muss dem leider die Beine oder den Kopf wegschießen. Weil die halt leider Dings haben, wie heißt? Der hatte leider eine Rüstung an, deswegen einfach mal rein in die Birne, in die Füße. Was macht er? Der Marathon oder was? Leute, ich will jetzt nicht angeben, aber das war im Lauf. Mieses Schwein. Der eine hat einfach keine Füße mehr. Ja, moin. Erste Hilfe ist gar nicht so schlecht. Mit im Hinweisen, ne? Soll immer alles schnell gehen. Nee, nee, wir wollen hier schön entspannt durchsuchen. Wir haben Zeit. Wir sind alle tot. Kommt er da rauf? Nee. Gut, komm hier durch. Scheiße. Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Oh, Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie! Verdammt! Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken.
ist schon gut. Ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Und hallo, Joke. Wir sehen uns hier mal um. Mega ist gut, ja. Wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Hey, vielleicht kriegen die was in den Buch drüben. Können Krebs nicht kaputt schießen, okay? Feels amazing, man. So. Brauche echt Munition, ey. Wie geht's euch, Leute? Augen offen halten! Ich bin schon dabei. Ist da rüber gehüpft, Leute. Ich hab mir schon gedacht, wie sind die jetzt da rüber gekommen? Der Flair. Auf den Kutter gibt es Puder. Wow. Was? War hier ein Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Hier ist ja gar nichts drin, Alter. Was geht? Hi, Tobi. Alles klar bei mir. Mir geht es okay. Ich habe gerade alles für Englisch fertig gemacht. Und was hast du sonst heute so gemacht? Ja, geschlafen, aufgestanden, geduscht. Und jetzt relax ich. Und stream The Last of Us. Und heute Morgen habe ich noch eine Stänkerei, also was heißt Ellie, Stänkerei gehabt? Hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, cool. Aber ich war heute Morgen in den Chat drinne. Und der Typ, der Dead by Daylight streamt, ich habe ihn einfach nur ganz normal gefragt, weil er sagt ja immer, die Steuerung ist so scheiße von Dead by Daylight auf der Konsole. Und habe dann einfach nur gefragt, warum er denn nichts dazu lernt, weil wenn man das spielt, dann lernt man doch irgendwann die Steuerung. Und dann sind so zwei Fanboys oder drei von ihm direkt auf mich los. Das kann man ja auch netter sagen und ich bin natürlich gleich in Defense-Haltung gegangen. Und hab gesagt, oh, ich wusste das nicht, dass man das hier auch höflich kommunizieren kann. Aber eigentlich habe ich ja nur gefragt, weißt du? Weil ich bin ja nicht zum ersten Mal bei dem. Und dann hat der eine natürlich gleich wieder auf meiner Rechtschreibung rumgehackt. Das ist so typisch deutsch halt, ne? Hab nur geschrieben, typisch deutsch, Alter. Gleich wieder auf Rechtschreibung raufgehen. Aber nicht erstmal fragen, ob der vielleicht eine Rechtschreibschwäche hat oder noch nicht so lange oder andersweitig irgendwas ist, aber gleich erstmal so die Deutschen immer das Gleiche, ne? So dieses Klugscheißern auf, oh, deine Rechtschreibung, lern erstmal schreiben. So ein anderes Argument hat er nicht, weil ich ihm gesagt habe, er ist wie so ein Fangirl oder Fanboy, geht er da los und greift mich an, nur weil ich Dings gesagt habe. Nur weil ich den Streamer gefragt habe, warum er das denn nicht lernt. Also ich meine, ich habe Dead by Daylight spielen jetzt auch besser drauf auf der Konsole, weil ich es halt auch öfter mache und man lernt das doch einfach irgendwann so. Keine Ahnung, das hat mich halt getriggert, dass er immer sagt, dass die Steuerung so scheiße ist. Man kann alles lernen. So, aber was anderes. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zu sehen neigt sich dem Ende.
Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So musste es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schiefgehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Naja, aber dann haben die halt so rumgeheult und wollten damit mit mir diskutieren, so, weil es... Und dann habe ich gesagt, weil ich habe auch geschrieben, ich habe nur geschrieben, ich habe doch auch gelernt, wie man das spielt. So, und dann haben sie so getan, als wenn ich so tun würde, als wenn ich mit irgendwas flexen würde oder angeben würde oder da ich ja ein Alleskönner bin. Und dann ist aber nicht jeder so ein Alleskönner und so. Oh, die haben die ganze Zeit rumgeheult. Ich habe nur gesagt, Junge... Der Buffy kann sich doch auch alleine verteidigen, Alter. Was ist los mit euch, Mann? Ekelhaft, diese Leute, Alter. Ja, man wird halt besser. Also, wenn man nicht besser wird in dem Spiel oder nicht die Steuerung lernt irgendwann, ne, dann verstehe ich das. Ich verstehe das einfach nicht so. Keine Ahnung. Muss ja nicht jeder wie ich sein, aber man lernt doch irgendwann ein bisschen was dazu, oder... Oder sehe ich das falsch? Oder bin ich jetzt einfach der krasse Dude, der alles kann? Das ist doch Bullshit. So, irgendwann, wenn du das spielst auf der PS4 oder lang. Auch auf der Switch. Und ich glaube sogar auf der Switch ist das sogar noch schwieriger zu spielen. Weil das halt einfach mal 30 FPS sind anstatt 60. So. Und diese Leute da von ihm, diese Fans, Alter, die regen sich dann halt voll darüber auf, weißt du, dass ich den ganz normal das frage, Mann. Voll am Ausrasten, ey. Also bei mir gibt's sowas nicht, ne? Wenn mich jemand was fragt, verteidige ich mich selber, aber wehe, da kommt irgendein Zuschauer, Alter, und versucht mich zu verteidigen, Junge. Dann ist der aber weg, ey. Auch diese Leute, die andere Leute in meiner Rechtschreibung verbessern. Naja, sowas wird bei mir sofort gesperrt. Sofort, Alter. Kann sich gleich verpissen. Andere Leute zu verbessern, ist das ekligste, was es gibt. Oh, der hat sich hier noch einen Tropfen genehmigt, bevor er abgetreten ist. Mach mal wieder COC, würde viele feiern. Ja, ich weiß, dass es viele feiern würde. Ich mache aber COC nicht. Weil ich im Moment einfach keinen Bock auf das Spiel habe. Und okay, ich habe ein COC-Video rausgehauen. Vor ein paar Tagen. Da kann man sich doch dran ergötzen. Da ist doch die Runde. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Zum Beispiel in E6 wirst du auch besser, ja. Wird man ja auch. Das Ding ist halt, wenn ich okay. R6 wieder anfangen würde, würde ich, glaube ich, auch besser werden wieder. Aber man muss halt einfach durchhalten und die Schnauze kriegen am Anfang. So ist das halt. Holt die Lampen raus. Sam, bleib hier. Ne, aber jemand, der gar nichts lernt, die ganze Zeit nicht, obwohl er das spielt und die Steuerung einfach nicht lernt. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Und da habe ich halt nur gefragt, ob er eine Lernschwäche hat. Ob. Kann ja sein, dass er eine Lernschwäche hat. Das ist eine ganz normale Frage, die ich gestellt habe. Aber ich werde dafür gleich dumm angemacht von zwei Fanboys, Alter. Siehst du was? Ja. Geht's nicht weiter. Diese Leute immer so diese Liebe zu den ihren Streamern und sowas. Ne? Ich finde es ja auch cool, wenn Leute meine Sachen feiern und mich gut finden. So. Aber wenn die anfangen, mich zu verteidigen, Alter, dann fängt es an, lächerlich Joe, zu werden. Sie sollten uns hier umsehen. Das ist genau wie wenn jemand sagt, so ich mag halt das Spiel, aber irgendjemand sagt, das Spiel ist scheiße. Na, dann ja, ist das halt scheiße. Aber wir haben keine Wahl. Ob du das kacke findest oder nicht, Alter. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Bruder. Ja, direkt groß, Alter. Blockiert. Willst du mich flachsen, Bruder? Kannst du auch wegschieben, den Vogel. Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Okay, dann mach doch. Oh, nur eine Ratte. Wenn man ein Spiel zum Beispiel spielt, man es noch nie gespielt hat oder gesehen haben, ist das doch klar, dass man nicht gut ist, sehr alles weiß. Ich sag nur, Resident Evil ist das beste Beispiel. Ja, Resident Evil 3 war ich auch, ne? Habe ich auch viele Sachen am Anfang nicht gekonnt. Aber wie gesagt, auch mit der Steuerung, mit dem Joypad. Ich werde immer besser in dem Aiming mit Headshot und sowas, ne? Das lernt man einfach irgendwann. Oh,
So, aber wenn jemand das gar nicht lernt und man fragt ihn halt einfach ganz normal, hast du eine Lernschwäche? Und die Leute sind dann darauf getriggert. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Kanalisationsnotiz. Lesen wir die mal. Ach, auch wieder Isch. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Baby, unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher, wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihm in diesem Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal ein Kanal-Maulwurf-Mann. Wünscht mir Glück. Geil. Also er war auf jeden Fall hier. Es könnte sein, dass er sich verwandelt hat. Oder auch nicht. Aber sehr undurchsichtig hier. Hier lang! Da vorne soll der Weg sein. Ja, und dann habe ich ihn halt gefragt und er hat halt noch, also der Streamer selber hat halt darauf geantwortet, dass er seit seinem ersten Lebensjahr oder seitdem er denken kann, seit 20 Jahren oder so, halt PC-Spieler ist. Ja. Good combination, Sherlock. Das Ding ist halt, ich spiele halt auch PC seit Release. So, ich habe damals angefangen als kleiner Junge mit einem 1000 Megahertz PC und habe Age of Empires gespielt. So, und trotzdem lerne ich, wenn ich den Joypad benutze, die Steuerung. Also, so, mehr war halt nicht. Aber dann sind halt so drei Leute halt gekommen und haben dann auf Dings gemacht, ne? Auf Fanboys. So, und wollten ihn halt verteidigen. Und Junge, wenn mich sowas triggert, ne? Wenn Leute so lutschen gehen, Alter. Der kann sich doch selber verteidigen, Mann. Ist halt echt nervig, sowas. So. Okay, wir müssen da rüber. Bin ich hier raus? Nein, da kommen wir nicht hin. Es klemmt. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Mit PC angefangen. Ja, aber das ist halt. Henry, versuch's mal! Ausrede. Okay. Und man lernt ja trotzdem das Joypad. Feeling.